Ja, hallo und herzlich willkommen. Hallo Rinol. Hallo Christian. Schön, dass du heute hier bist. Und wir haben uns zum Thema was rausgesucht. Ganz ehrlich, ich bin so ein Stück weit draußen aus dem Thema. Aber ich habe was mitgebracht. Der Kollege hat zufälligerweise ein Gerät der Firma da gehabt, die wir heute besprechen wollen, nämlich Nintendo. Und das ist ein Nintendo 3DS, habe ich mir sagen lassen. Hast du sowas zu Hause? Leider nicht mehr, aber früher Super Mario, ein Begriff für alle, glaube ich. Genau so sieht es aus, ja. Also wir haben noch so eine Wii zu Hause, aber man nutzt das sehr, sehr selten, weil Ja, es ist leider. einfach nicht mehr State of the Art. Genau, das ist auch natürlich hat man früher deutlich mehr ausgenutzt, das ist jetzt ein bisschen weniger. Und um das Unternehmen, was dahinter steht, Nintendo auch zu beschreiben, Nintendo ist schon immer Sonderwege gegangen, eben hierbei auch. Die Grafik ist relativ simpel gehalten, einfach gehalten. Wenn ich mir da die Konkurrenz anschaue, Konkurrenz, was haben wir da? Microsoft beispielsweise hat auch relativ gute Entwicklungen hingelegt. Die Aktie hat man also auch bei Nintendo gesehen, dass in den letzten Jahren durchaus schon Schwierigkeiten hatte, eine Genau. gute Entwicklung zu hinterlegen. Genau. Also Thema Sonderweg, eben die anderen sind auf Grafiken, wo man denkt, man ist mittendrin und dabei und Nintendo macht immer so was Besonderes. Einer der Sonderwege war unter anderem auch das Thema Pokémon Go. Ja, Pokémon Go war eine Sondersituation natürlich, wovon die Aktie sehr und das Unternehmen an sich sehr stark profitiert hat. Da hat man auch gesehen, was für eine Entwicklung so eine Aktie hinterlegen kann, wenn auf einmal so ein Sondereffekt stattfindet, wie ein Spiel, ein simples eigentlich, einfaches Spiel, aber dennoch mit einer beträchtlichen Auswirkung auf die Aktie. Genau. Und auch da das Thema, die Aktie bzw. das Unternehmen, der Unternehmenschef wird jetzt gewechselt. Ehrlicherweise, den Namen habe ich mir nicht behalten, allerdings Es soll diese ein Japaner Woche, sein. ganz genau, ist ein Japaner auf jeden Fall, kommt ein neuer quasi ins Management. Und er sagt genau dieses Thema Pokémon Go, die Richtung Online-Spiele, das will er forcieren und will dadurch neue Umsätze ganz einfach generieren. Könnte Genau. definitiv Sinn machen, ja? Ja, das Unternehmen muss ja definitiv auch neue Wege gehen, zumal ja vor allem im mobilen Sektor, glaube ich, einiges an Wachstumspotenzial gibt. Und die haben es ja gesehen, wie mit Pokémon Go das Spiel aussehen kann. Und deswegen denke ich mal, dass es durchaus interessante Wachstumspotenzial da geben wird. Genau. Apropos Wachstumspotenzial, die Zahlen allgemein. Wir haben uns vorhin mal zusammen den Chart angeguckt. Recht durchwachsen. Jetzt ein halbes Jahr lang sieht es nicht so ganz gut aus. Davor eben durch Pokémon Go, du hast es gesagt, war doch eine Rallye zu verzeichnen. Anderthalb Ja. Jahre lang Rallye-Modus. Ja. Wie sehen die Zahlen aktuell aus? Ja, die Zahlen sehen eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Das Unternehmen hat letztes Jahr um die 1,4 Milliarden Dollar an Gewinn ausgewiesen, was natürlich auch durchaus wirklich positiv war und dementsprechend hat natürlich auch eine positive Auswirkung auf die Aktie gehabt. Aber natürlich muss das Unternehmen neue Wege gehen und Genau. wir sind gespannt. Wir sind sehr gespannt. Gespannt sind wir auch darauf, was du uns für Produktvorschläge mitgebracht hast, Rino. Ja, die Aktie ist relativ volatil, also stark schwankend und dementsprechend diejenigen, die durchaus positive Entwicklung in den nächsten Jahren erwarten, zumindest in einem Einjahresbereich, können natürlich von einem Discount-Zertifikat sehr gut oder mit einem Discount-Zertifikat sehr gut fahren. Renditen sind auch wirklich durchaus interessant. Dann noch als kurzes Stichwort, je höher die Volatilität eben, desto größer kann der Kursabschlag sein im Vergleich eben zum Direktinvestment in die Aktie. Sowohl dieses Discount-Zertifikat oder die Discount-Zertifikate als auch natürlich Calls und Puts haben wir auf Nintendo auch Ja. im Angebot. Finden Sie wie immer auf www.xmarkets.de. Uns bleibt jetzt nur eins zu sagen, wir gehen in die Sommerpause. So ist es. Ja, Ihnen wünschen wir einen wunderschönen Sommer, verabschieden uns, sagen bis demnächst und setzen uns jetzt mal schön hier die Sonnenbrille auf und bis zum nächsten Mal. Schönen Wiederschauen. Tag. Ciao.